Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spaß mit Werkzeug. Ich bin's wieder, Alex, und ich möchte euch heute gerne den Metabo TurboTech SXE 425 vorstellen. Ein Exzenterschleifer aus der Metabo Professional-Reihe. In diesem Karton kommt das Gerät zu euch nach Hause. Und wenn ihr ihn öffnet, sind folgende Sachen enthalten. Als erstes haben wir den leicht zerfledderten Papierkram. Dann haben wir den Metabo Textil Staubbeutel. Den werde ich nur selten benutzen, weil ihr kennt ja aus meinen anderen Videos meinen CTM 36 EAC und meinen CTVA 20. Tja, als nächstes haben wir natürlich das Gerät. Der mitgelieferte Zusatzhandgriff ist schon montiert und der Multihole Schleifteller ist auch schon montiert im 125er Durchmesser. Ist immer schön bei solchen Werten, wenn ich Thilo nicken sehe, dann weiß ich immer, ich habe es richtig gemacht. Ja, das Gerät an sich wiegt ganz ordentlich was. Was genau, werde ich euch gleich sagen. Und zwar ohne Netzkabel wiegt das gute Stück 2 Kilo. Ja, wie schon erwähnt, 125 mm Schleiftellerdurchmesser, eine Leerlaufdrehzahl von 4200 bis 11000 Umdrehungen. Die kann man auch problemlos hier an diesem Rädchen einstellen. Tja, wir haben eine Abgabeleistung von 160 Watt. Die Drehzahl bei Nennlast beträgt 9000 Umdrehungen pro Minute. Schwingkreis ist 5 mm. Die Kabellänge beträgt 4 Meter, was ich immer ganz praktisch finde, mit langen Kabeln zu arbeiten, dann ist man da ein bisschen variabler. Oberflächenschleifen ist angegeben mit 3,5 Metern pro Sekunde, polieren mit 4,5 Metern pro Sekunde. Das Ding soll einen Geräuschpegel von 82 Dezibel haben und einen Schallleistungspegel von 93 Dezibel. Ich bin mal gespannt, wie sich das im Einsatz anhört. Ja, die Verarbeitung ist gut. Das Gerät, wie gesagt, hat sein 2 Kilo ordentliches Gewicht, da es ein Alu-Gussgehäuse hat, wenn ich mich nicht ganz irre. Der Anschluss an diesem Gehäuse für den Staubsauger hat einen Innendurchmesser von 36 mm. Ein Außendurchmesser von 38 mm und hier an den Seiten noch diese beiden Aufnahmen. Der Metabo-Aufsatz, der Gummiaufsatz von dem Metabo-Staubsauger passt wunderbar. Der von dem Festool sollte auch kein Problem sein. Werde ich euch gleich in der Einstellung nochmal testen. Ja, was gibt es sonst noch über diesen Metabo SXE 425 TurboTech zu sagen? Wir haben eine Vario-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen. Wie gesagt, die werden hier eingestellt. Wir haben einen Turbo-Boost zum Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag. Wir haben ein Power-Control-System, das heißt, es gibt keine Schleifriefen, wenn ihr das Gerät auf die Arbeitsfläche absetzt. Ja, wir haben einen Griffbereich mit einer gummierten Oberfläche, die fühlt sich auch wirklich ganz angenehm an. Ist mir persönlich nicht ganz so wichtig, weil ich habe die meiste Zeit Handschuhe an. Den abnehmbaren Zusatzhandgriff hatte ich schon erwähnt. Das Gehäuse ist aus robustem Aluminiumdruckguss und die Verarbeitung finde ich bis auf so ein paar Gussspuren eigentlich auch ganz gut. Tja, wir haben einen Schleifteller mit Multilochung und Kletthaftung. Und der Sechskantschlüssel, der benötigt wird, um den Schleifteller zu wechseln, ist hier unten am Gerät gleich mitgeliefert. Das war's auch schon, was ich euch über den TurboTech SXE 425 erzählen kann. Tja, das Gerät habe ich mir gekauft, weil es gut verarbeitet ist und weil ich von der Verarbeitungsqualität von Metabo halt überzeugt bin. Er liegt gut in der Hand, aber mal unter uns. Ob ich jemals in eine Gelegenheit komme, wo ich wirklich einen Turbo-Knopf benötige, wenn es gar nicht mehr weitergeht. Ich werde es euch sagen, wenn es soweit ist. Bis dahin,
Habt Spaß mit Werkzeug.